Heute, Freunde, spielen wir mal eine Runde Vitamine sagt. Und dafür habe ich ein paar Zuschauer am Start, die auf jeden Fall Bock haben, das mitzuspielen. Und es funktioniert so, dass ich sage, Vitamine sagt, ihr müsst jetzt alle springen. Und dann müssen die ganze Zeit die Leute springen, bis ich sage, Vitamine sagt, stopp. Okay, jetzt könnt ihr aufhören. Und wenn ich sage, springt und dann springt einer, dann ist er raus. Und wir machen heute aber mega, mega witzige Aktionen zwischendurch. Werden vielleicht den ein oder anderen mal was Lustiges machen lassen. Und ihr könnt es genießen. Also lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben dafür diese Aktion. Und ich würde sagen, Vitamine sagt, stell dich vor. Hallo, mein Name ist Unicorn. Das sieht man ja auch schließlich an meinem T-Shirt. Ich bin ein Unicorn. Was? Okay, du bist ein Unicorn. Okay. Das bezweifle ich, weil das, glaube ich, eher eine Katze ist. Aber okay. Vitamine sagt, du kleines Mädchen, du kommst jetzt mal mit. Und was sollen wir mit ihr Witziges machen? Komm, ich würde sagen, komm. Vitamine sagt, du springst jetzt oder rutscht jetzt ins eiskalte Becken. Oh nein, nicht in dieses eiskalte Becken, weißt du? Es ist doch noch viel zu kalt. Haha, das ist mir egal. Die Vitamine Army sagt, ihr sollt runterrutschen. Und Leute, wenn ihr mal gerne mitspielen wollt, lasst allen Daumen nach oben, dann könnt ihr gerne mitspielen. Und ich würde sagen, du rutschst jetzt ins eiskalte Wasser in 3, 2, 1 und los! Da schwimmt sie drin, ne? Und ich würde sagen, schwimm doch nochmal gerne 2-3 Mal hin und her, oder? Aber du hast nicht Vitamine sagt gesagt. Oh, Mist, sie ist verdammt gut. Sonst wäre sie nämlich raus gewesen, Leute. Aber ich würde sagen, Vitamine sagt, komm wieder mal mit raus. Du bist jetzt erstmal befreit. Komm, wir gehen mal wieder zu den anderen. Und die anderen dürfen sich in der Zeit nicht bewegen, Leute. Aber ich habe für jeden einen eigenen und lustigen Plan, den wir hier machen können. Vitamine sagt, stell dich wieder in die Reihe rein. Vitamine sagt, dreht euch alle um und... Okay, warte mal. Hey, hier fehlt noch einer. Oh, schaffst du es? 3? Okay, ich wollte schon runterzählen. Es haben wirklich alle geschafft. Okay, ihr seid gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Auf dieses Spiel habe ich mein Leben lang gewartet. Ja, ist okay. Aber ich würde sagen, Vitamine sagt, hey, du vor mir. Du im grauen Pullover, du kommst jetzt mal mit. Mit dir werde ich noch irgendwas Lustiges machen. Hey, wie findest du meine Frisur? Hey, ich finde deine Frisur mega cool. Aber wie, Leute, wäre es, wenn wir seine Frisur mal ein kleines Upgrade geben, würde ich es mal nennen. Ein Upgrade? Was meinst du mit dem Upgrade? Ach, naja, Leute, ich würde sagen, zum Beispiel eine Mädchenfrisur oder ein paar Mädchenshirts. Deshalb würde ich sagen, Vitamine sagt, folge mir erstmal und das wird so witzig. Wollt ihr ihn als Mädchen sehen? Also ich hätte schon Lust, ihn als Mädchen zu sehen. Ach, ne, komm. Wo geht es denn jetzt nun hin? Ach, mach dir keine Gedanken. Einfach mir mal folgen. So, guck mal hier drüben. Das ist doch der Haarladen. Richtig. Hier, Haare und Nägel. Ich hoffe, deine Fußnägel sind gepflegt. Aber klar doch. Ja, denn darum geht es ja gar nicht. Ich sage nämlich, also Vitamine sagt, du musst dir jetzt Mädchenhaare machen. Wie? Das kann ich doch nicht machen. Nein. So sind nun mal die Regeln. Also setz dich gerne und ich würde sagen, such dir schöne Haare aus. Und in der Zeit, wo er beim Friseur ist, gehen wir nochmal zu den anderen und werden auf jeden Fall was anderes Lustiges noch machen. So, na, wer von euch ist der Nächste? Ich würde sagen, Vitamine sagt, hey, du Muskelprotz, du kommst jetzt mal mit mir. Hier, der im Roten, genau, folge mir mal. Und jetzt habe ich mal was richtig Lustiges, aber auch Verbotenes vor. Und zwar werde ich ihn einfach bei der Bank einbrechen lassen. Und ich hoffe, dann kommt einfach die Polizei und wird ihn festnehmen. So, Vitamine sagt, nimm dir mal diese Karte hier, die grüne, die brauchst du nämlich, genau da vorne. Und dann komm mal mit nach oben, hier ist ganz, ganz was Lustiges. Und dann gebe ich dir noch diese Bombe und jetzt würde ich sagen, sprengst du einfach mal diesen Bankbehälter auf, einfach damit es Geld gibt. Was, er macht es sogar, Leute! Und Vitamine sagt, hol das ganze Geld raus! Ja, das ganze Geld, oh mein Gott, das ist aber schwer. Oh Mann, ich bin mal gespannt, ob gleich die Polizei kommen wird. Aber Vitamine sagt, komm, wir müssen jetzt wieder abhauen. Stehen geblieben, hier ist die Brookhaven-Polizei.
Wow! Oh mein Gott, warte mal. Ha! Wer ist das denn? Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Wir wissen, dass Sie hier drin sind. Das war ich nicht. Leute, er wird jetzt einfach festgenommen auf einem öffentlichen Server. Wie cool ist das denn? Einfach mein Abonnent wird festgenommen, weil ich gesagt habe, Vitamine, sagt drauf die Bank aus. Und, ja, Herr Officer, Sie können ihn festnehmen. Aber selbstverständlich werde ich ihn festnehmen. Sowas werden wir nicht gedulden in Brookhaven. Ab ins Auto mit dir. Oh mein Gott, damit ist anscheinend der erste raus bei Vitamine sagt, denn das ist ultra hardcore. Und wenn ihr, wie gesagt, gerne mal das mitzocken wollt und echt mega, mega schwierige Sachen mitmachen wollt, dann lasst jetzt allen Daumen nach oben da und schreibt mir euren Roblox-Namen in die Kommentare. Und da fährt ihr. Tschüss. Aber jetzt wollen wir doch mal schauen, wie es mit dem Mädchen steht. Na komm, Leute, wir gehen mal gucken, ob dieses Mädchen nun jetzt besser aussieht als vorher. So, wo ist es? Also, es war ja eigentlich ein Junge, aber... Hey, du da! Ah, meine schönen blonden Haare! Hey, was ist denn mit deinen blonden Haaren passiert? Ich sehe aus wie eine pinke Gummiente. Ja, das könnte wohl sein. Du siehst wirklich aus wie eine pinke Gummiente. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus, muss ich sagen. Habe ich damit jetzt Vitamine Sack gewonnen? Ach, fast. Vitamine Sack, komm mal schnell mit. Da fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Wie wäre es nämlich, Leute, wenn ihr noch ein paar andere Sachen anhätte? Der Rockstar-Laden. Vitamine Sack, such dir mal neue Sachen aus. Aber nur Mädchenklamotten. Oh nein! Ich will aber gewinnen! Ja, ja, ja. Hol dir mal die schönsten Mädchenklamotten, die du finden kannst. Oh ja, das sieht ganz gut aus. Eine blaue Hose. Such dir ruhig was Schönes aus. Du bist nämlich ab sofort die kleine pinke... Wie wollen wir ihn nennen? Pinke Lisa, Pinke Marie. Wir haben so viele coole Mädchennamen in der Auswahl. Also schreibt auf jeden Fall meinen Mädchennamen für ihn oder sie in die Kommentare. Okay, ich glaube, ich bin fertig. Okay, das sieht auf jeden Fall gut aus. Komm mal mit. Du kannst jetzt wieder mitkommen. Also Vitamine sagt, komm gerne mit. Wir gehen mal zu den anderen. Und jetzt gibt es erstmal einen Outfit-Check. Ich würde sagen, so, hier stell dich mal. Vitamine sagt, stell dich vor die anderen. Und jetzt wird dein Outfit begutachtet. Vitamine sagt, ihr dürft das Outfit begutachten. Outfit? Mädchen. Das finde ja sogar ich witzig als Mädchen. Wie siehst du denn aus? Ich dachte, damit könnte ich gewinnen. Das werde ich meiner Mama erzählen. Oh, da rennt er oder auch sie. Naja, ich habe auch gesagt, die Vitamine-Army-Spiele sind mega, mega hart. Vitamine sagt, wir haben nur noch 3 Leute. Und, was wollen alle 3 Leute gewinnen? Natürlich das Spiel. Oh ja, wir wollen alle das Spiel gewinnen. Ja, aber nicht so einfach, denn ich würde sagen, wir spawnen mal ein Lamborghini. Und Vitamine sagt, wer Vitamine sagt gewinnen möchte, muss die ganze Zeit dieses Auto berühren. Vitamine sagt, berührt alle das Auto. Und wenn ihr bis zum Schluss berührt habt, also es darf nur noch einer am Schluss übrig sein, der gewinnt das Auto und Vitamine sagt... Meine Hand wird niemals von dem Auto runtergehen. Oh Mann, ey. Das kann ja eine lange Tour werden. Egal, sowas habe ich schon mal gemacht. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Okay, das werden wir sehen. Ja, Leute, wir in der Zeit können auf jeden Fall was mampfen gehen. Hey, will jemand auch was von euch? Oh ja, ich hätte mega Hunger. Ich würde einen Burger nehmen. Alles klar, dann gibt's kein Essen für euch. Natürlich werde ich kein Essen bringen, denn ich möchte ja, dass die Leute aufhören, dort anzufassen. Ach so, übrigens, hat hier nicht jemand gesagt, irgendjemand hat Hunger von euch? Ich habe hier ganz, ganz viel Essen platziert. Oh Mann, das ist unten. Nein, ich muss das Auto weiterhin berühren. Ich kann nicht... das Essen sieht so lecker aus. Es wird auch schon langsam dunkel. Ich meine, ihr seid jetzt schon fast 9 Stunden an diesem Auto dran, ne? Und, wer hat Bock auf eine leckere Pommes, auf einen leckeren Burger, eine leckere Sprite? Ach, ich. Oh, lass mich essen. Nom, nom, nom. Mein Essen. Oh nein. Okay, ich habe zwar verloren, aber das Essen, das ist es wert.
Wert. Der hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Okay, Leute, ich merke schon. Aber ich würde sagen, Vitamine sagt, wir seid ihr so nur noch zu zweit. Im Finale sind wir nun. Vitamine sagt, steigt alle beide auf das Auto auf. So, Vitamine sagt, da jetzt die Sonne untergeht und es mega kalt wird und der Pool natürlich noch kälter wird, Leute, fahren wir das Auto in den Pool und ihr müsst weiterhin das Auto berühren. So, schön noch ein bisschen Wasser. Okay, Luft sollt ihr natürlich kriegen. Uah, das ist so kalt. Und ihr beide müsst da schön drinnen sitzen bleiben. Die Sonne geht unter, die Nacht beginnt und das Wasser ist mega kalt. Ja. Das sind halt die Vitamine-Sack-Regeln. Und Leute, ich bin mal gespannt, wer sich traut, gegen mich Vitamine-Sack zu spielen. Yippie! Jawohl! Aber Leute, es sind über 13 Stunden vergangen und meine Kandidaten hängen immer noch im Wasser. Und jetzt werden wir mal schauen gehen, wie es den Kandidaten denn so geht. Hallo, ihr... Ihr beide? Oh, das ist kalt. Mir ist alles egal. Ich gebe auf. Ich höre auf. Warte mal, sie ist rausgesprungen. Wow, ihr seid ja schon mega blau. Und du bist der Gewinner von diesem neuen schicken Lamborghini. Ganz genau, so sehe ich das auch. Aber Leute, ich würde sagen, ich werde die beiden jetzt erstmal in eine warme Decke einhüllen, um sie auf jeden Fall zu schützen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr mitmachen wollt, lasst es mich wissen mit einem Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin, tschüss!